Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute mit Pyro vor der Nordkurve. Hunderte Fans feiern Borussia-Profis nach dem Derby-Sieg. Am Ende wurde doch noch gefeiert, trotz Geisterspiel. Mit einer Prozession zogen die Borussen die leere Nordkurventribüne hinauf und dann feierten die Gladbacher ihren 2:1 Derby-Sieg von oben herab mit ihren Fans, denn die hatten sich hinter dem Stadion versammelt. Wie das Ganze aussah, schauen wir uns jetzt mal in folgendem Video an. Im Hinspiel in Köln hatte Markus Thuram einen neuen Jubel erfunden. Er zog die Eckfahne im Rhein-Energie-Stadion aus dem Boden und hisste sein Trikot und schwenkte die Stange im Siegestaumel. Daraus hat sich ein festes Ritual im Laufe der Saison entwickelt. Die Helden der jeweiligen Spiele mussten ihre Hemden hergeben oder Kollegen von Thuram, die er besonders mag. Einmal musste er sich mühen, weil Player nach dem 3:1-Sieg gegen Mainz und seinem Doppelpack keine Lust hatte, das Spektakel mitzumachen. Es dauerte ein wenig, bis Thuram seinen Landsmann das Leibchen abknüpfen konnte. Nun aber stand er vor einem weit komplizierteren Herausforderungen. Wie gehen Eckfahnenjubel bei einem Geisterspiel? Denn aufgeführt wird vor der Kurve und diese war nun schließlich leer. Während der Partie sah man den Profis an, dass es ein eher freudloser Kick ohne Fans war. Selbst Schiedsrichter Denis Aytekin gab anschließend zu, keinen Spaß an diesem Abend gehabt zu haben. Irgendwas hat gefehlt, und zwar massiv. Das ist beängstigend. Mit Fußball hat das gar nichts zu tun. Es war schwierig, sich zu konzentrieren, sagte der Unparteiische. Dem pflichtete auch Gladbachs Trainer Marco Rose bei. Jetzt wissen wir noch mehr, wie wichtig Fans für den Fußball sind, sagte er. In den besonderen Situationen brauchte es zuweilen, aber besondere Maßnahmen, um auch ein Mindestmaß an Normalität aufrechtzuerhalten. Die Borussen ließen sich von den Corona-Zwängen ihren Siegesjubel nicht vergällen. Sie übersetzten ihn einfach in ihre neuen Umstände. Es gab eine Prozession der Borussen, in der Sicherheitschef Matthias Neumann die Fahne vorantrug. Es ging die Stufen der leeren Nordkurve hinauf und von dort im Umlauf des Oberrangs. Von dort präsentierte Thuram die Eckfahne, dann den fast 900 Fans, die sich hinter der Nordkurve versammelt hatten. Es war schön, den Derby-Sieg so zu feiern. Ich finde es beachtlich, dass sich so viele Leute im Regen hinter die Nordkurve stellen und feiern. Es war ein Gänsehautmoment, gab Christoph Kramer bekannt und berichtete, es habe sich angefühlt wie eine Meisterfeier dort oben. Teammanager Christoph Heimeroth gab zu, gib mir eine Schale und dann fühlte es sich an wie auf dem Balkon. Weltmeister Kramer hatte ein Meisterschaftsfeeling. Ja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr, dass die Borussia-Fans das Spiel dann trotzdem besucht haben, um ihre Mannschaft anzufeiern und den Derby-Sieg ja auch richtig mit der Mannschaft zu feiern? Haltet ihr es für ein positives Ereignis oder denkt ihr eher, die Leute hätten zu Hause bleiben sollen, um sich und andere nicht zu gefährden? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.